Und jetzt will ich euch mal eine Wahlwerbung vorlesen. Das ist auch ein Brief eines Arztes, auch sowas gibt es. In der Zeit vom Montag, den 20. September bis Freitag, den sonntagsvielten, sind die Praxen in Luckau und Lübben urlaubsbedingt geschlossen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Hausarzt oder bei akuten urologischen Problemen an die Urologie im Krankenhaus. Bitte lassen Sie sich durch die anhaltende Corona-Panikmache nicht verunsichern, auch wenn weite Teile der Politik und Medien ständig versuchen, Ihnen Angst einzujagen, mit Infektionsnachweis unbrauchbar sind, so wie alle paar Wochen eine neue durch das Dorf jagen, um den Angstpegel aufrechtzuerhalten. Statt langsam, aber sicher sämtliche Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen und zu einer Normalität zurückzukehren, belohnt die Politik Sie weiterhin mit einer Verlängerung der Epidemie-Notlage, behandelt Sie wie Trottel, die jede noch so unsinnige Maßnahme zu befolgen haben, nötigt Sie regelrecht unter Androhung des Entzugs Ihrer grundgesetzlich garantierten Freiheit zu einer deren Charakter man wohl eher als experimentell bezeichnen kann, mit nachfraglichen Nutzungen, aber unverkennbaren Risiken. Sie haben vielleicht noch einmal bei der Wahl am 26. September die Gelegenheit, sich ganz ausdrücklich bei den Politikern und Parteien zu bedanken für die massiven Einschränkungen ihrer Grundrechte und Freiheiten. Nutzen Sie die Gelegenheit. Wählen Sie die Politiker bzw. Parteien, die für ein Ende dieses Irrsinns stehen. Das Grundgesetz wurde für alle Menschen geschaffen, unabhängig von ihrem Impfstatus. Bleiben Sie gesund. Und ich kann euch eins sagen, die einzige Partei, die ohne Wenn und Aber konsequent für das Ende dieser irrsinnigen Maßnahmen eintritt, ist im Moment die Basis.